Wir haben das Lager schon im Groben eigentlich fertig. Noch ein bisschen Feuerstelle, ein bisschen noch was wegen morgen, weil es Regen geben soll. Es soll Regen geben, also es ist hundertprozentig. Wir haben deswegen auch unsere Dackelgaragen etwas modifiziert. Wenn man denn so sieht, von drin steht die Dackelgaragen. Einmal frei. Da kann es stürmen morgen und regnen. Ich hoffe, ja doch, es ist genügend fixiert. Und dann haben wir hier vom Meise noch, ja. Jetzt geht es erstmal zum gemütlichen Teil. Das heißt, Bierchen. So, jetzt geht's los mit dem gemütlichen Teil. Jetzt wird erstmal frisch gepumpt, das Bier. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Herrlich. Da läuft schon wieder die Kaffeemaschine. Kein Tropfen verschwenden. Ja, wir waren jetzt noch mal ein bisschen fleißig. Und zwar haben wir hier jetzt noch so ein, ist auch ein Bundeswehrnetz, Tarnnetz. Längs in Streifen geschnitten. Das haben wir jetzt einmal so ringsrum um die Zelte gespannt. Einmal als kleinen, ja, sieht einmal schicker aus. Einfach deswegen. Und jetzt sind wir da hinten auch schon Feuer an. Jetzt geht es da gleich hin. Und dann gibt es erstmal noch ein Bierchen und ein Schlückchen. So, weiter geht's. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin erwacht. Wir haben es auch schon irgendwas bei um 8 rum. Ja, also schon recht spät. Keine Ahnung, wann ich ins Bett bin. Oh, die Kopfschmerzen habe ich ein bisschen. Und da würde ich sagen, da hilft Essen, Frühstück. Eigentlich ist es schön mollig warm gewesen über Nacht. Aber bei dem Setup kein Wunder. Ich habe den Bundeswehr-Schlafsack, die erste Generation, also der alte. Dann habe ich meinen Sommerschlafsack nochmal, als noch so mal mit reinlegen. Dann habe ich eine Rollisomatte und darunter noch so eine Camping-Luftmatratze. Also auch noch mollig weich. Ah, herrlich. Das hat eigentlich schon eher so ein Camping-Feeling, aber schön schlafen, schön schlafen. So, hier haben wir dann noch den letzten Rucksack. Da sind die Getränke drin. Und jetzt heißt es kochen. Lecker, lecker, lecker. Klassisch. Bierwurst ist immer gut. Ja, hier ist jetzt nochmal unser Camp von der anderen Seite zu sehen. Unser Basislager. Dann, wie gesagt, auch nochmal so ein Tarnnetz rum. Das haben wir schon rumgespannt. Das ist nicht gleich so zu erkennen. Also hier haben wir jetzt unsere Zelte. Da hinten das Tarnnetz. Da werden wir jetzt gleich noch eine Plane unterspannen, weil es ja wohl noch mehr Regen heute geben. Es scheint zwar gerade die Sonne, aber soll man sich ja nicht drauf verlassen. Naja, das ist ja wie gesagt unser achtjähriges. Früher hatten wir ja mal zwei gemacht. Zwei Biwaks, aber wie gesagt, mittlerweile nur eins. Das haben wir immer im Sommer und im Winter im Biwak gemacht. Oh, das Tarnnetz hängt aber durch. Da schleicht wer durch. Da versteckt sich was zwischen. Da. Ja. Das ist eine Fleischdose von der NVA. Also die haben hier auch mal
sich das gut schmecken lassen. Nicht mehr viel drauf zu erkennen. '28. Oder 66. Oder sowas in den Dreh. Hier war eine Zufahrt. Jetzt sind die Fahrzeuge früher hoch. Und hier haben wir noch so ein schönes Fleischpaket. '81. Das ist schon eine ganze Weile her. Das ist der Eingang zu unserem Basiscamp. Schön. Jetzt müssen wir erstmal weitermachen. Wir warten auf den Regen. Aber es kommt keine. Alles umsonst aufgebaut. Er wird schon noch kommen, der Regen. Früher oder später auf jeden Fall. Deswegen bleibt dran. So, es gibt heute Essen. Schweinegulasch. Werden wir uns heute mal zubereiten. Militärisch korrekt. Sieht schon mal auf jeden Fall aus wie schon mal gegessen. Das heißt, man braucht nicht mehr viel kauen. Wie das duftet. Oha. Kamerad im Ziel, MRE Menü 8. Richtig. Filmisch kochen. Tja, Leutchen, jetzt wird gespeist. Jetzt gibt's Gulasch. A la Militaria. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie zum Mund hinkriegen. Ne? Mal schauen. Ich mache mir die originale Pappe dazu. Ich halte das ein bisschen fest, weil das ja von unten schwarz ist. Und ich bin doch sehr erstaunt. Es sind sogar, wenn man mal guckt, bitte schöne Fleischbrocken mit bei. Ja. Gulasch. Bisschen nüchtern. Aber schmeckt. Das Fleisch, das hat tatsächlich Fleischfasern. Scheint kein Klebefleisch zu sein. Habt ihr auch schon gesehen. Schmeckt auf jeden Fall besser, wie es aussieht. Dank Geschmacksverstärkern. Ich werde jetzt immer schön aufessen, also viel Spaß erstmal. Ja, jetzt werden wir mal eine kleine Runde drehen. Heute habe ich mein G36K mit dabei, Doppelmagazin. Da ist reichlich Munition drin, das reicht. Das wird ein bisschen Spaß machen. Zur Not habe ich immer noch als Backup eine kleine Pistole mit 25 Schuss. Das sollte also auch ausreichend sein. Und jetzt werden wir erstmal die Gegend noch ein bisschen erkunden. Gucken, vielleicht eine alte Schützengräben mit ausnutzen. Mal ein bisschen spielen halt, wie sich das gehört. Ja, und ich nehme euch mal mit. Mal gucken, was wir da so zusammenkriegen. Bis nachher! Splitterschutz muss sein, falls der Kamerad mal wieder auf komische Ideen kommt. Dann brennt es nur am Popo. Ja, hier haben wir dann schon mal alte Stellung. Dort, da hinten auch noch. Schön. Ja, da hinten ist auch noch was. Diese Ecke war ich noch nicht. Deswegen bin ich selbst mal gespannt, was hier noch so alles zu entdecken ist. Tja, hier haben wir jetzt noch eine alte Übungsgranate oder Rauchgranate von der NVA.
Schon nicht schlecht. Wahnsinn. Ja. Ja. Was meinst du? Das ist ein Reh, ne? Und da gab es noch den finalen Endschuss. Flack und durch den Kopf durch. Und schön im Hals reingeschossen. Flatterweng. Jo. Ja, hier haben wir schon mal ein Biwak gemacht. Ich werde jetzt an dieser Stelle mal ein paar Fotos dazu ein. Rein. Aha. In der Ecke haben wir dann gesessen, wir kamen jetzt. Wir waren jetzt zweimal. Und es ist noch ein bisschen was über. Wir haben eine selbstgebaute Bank. Unser mitgebrachten Stuhl, den wir aus dem Jägerturm haben. Also den haben wir nicht mehr geschleppt. Angriff! Ja, ist auch schön zugewachsen. Schade, 8 Jahre sind halt 8 Jahre. Ne? Da kann man nicht mehr so schön drüber gucken. Schade. Ja, da haben wir mal einen Schweinekopf. Den Unterkiefer. So, jetzt haben wir die nächste Biwakstelle erreicht. Hier hatten wir mal einen Winterbiwak gemacht. Dort hatte ich mein Zelt stehen. Da neben den Schweinemalbaum hatte der eine und dann dort zwischen hatte der zweite denn sein Zelt stehen. Wie gesagt, das war im Schnee, minus 12 Grad, das war herrlich. Und dann haben wir hier vorne irgendwo hatten wir das Feuer denn. Und früher konnte man hier auch noch gerade rüber gucken. Ist leider nicht mehr und die Autos sind auch extrem zu hören hier. Aber sonst ist es eigentlich eine schöne Stelle. Kann man nicht meckern. Und es ist noch. Es ist nichts mehr von zu sehen, dass wir mal hier waren. Cool. Smalltalk mit Tobi. Na, Staravia. So ein Bad hat da was, ne? Da bleibt mich immer noch ein bisschen hängen. Hm, für später. Ja, wir haben unsere Runde abgeschlossen. Hab festgestellt, mein Akku ist leer. Fetzt nicht. Scheiße. Und was ich noch festgestellt habe, meine Stiefel lösen sich auf. Schöne Scheiße. Ausgerechnet jetzt im Wald. Ja. Und vor allen Dingen, das geht bis durch, ne? Ich kann bis zu meiner Socke fassen. Aber wir werden doch schon überleben. Was hat denn der echte Soldat jetzt gemacht? Also der Bundeswehrsoldat hätte bestimmt angerufen. Und nach Nachschub verlangt. Der NVA, der hätte seinen Kumpel das geklaut. Genau. Und die Wehrmacht, die hätten alle erschossen. Die hätten ja nageln können. Ach, die hätten nageln können, siehst du? Das ist so der benagelt. Da ist sie. Meine Kalaschnikow-Schreckschuss. So Leute, jetzt geht's los. Panzertape. Ja, wenn man das erstmal wieder hält. Ja. Sonst verliere ich heute glaube ich noch die Sohle, das haut nicht hin. Ja, jetzt geht's erstmal weiter so. Wir werden schon durchhalten. Bis zum nächsten. Tja, jetzt haben wir Sonntag. Es ist wieder zu Ende, unser schönes Biwak. Schade eigentlich. Wettertechnisch, man sieht es, es ist trocken. Wir hatten gestern auch richtig Glück. Es war nicht so viel Regen, wir haben es ein bisschen
hat er die Plane gesetzt, war gut, haben wir schon Feuerchen gemacht. Leider alleine, es war privat. Jetzt wird es mal zusammenpacken. Da sieht man nochmal mein Setup, mein Schlafsetup. Und jetzt heißt es erstmal, die Dackelgarage wieder zu verpacken. Macht einen Haufen Arbeit. Und dann haben wir noch unser Tarnnetz auch noch. Das muss auch noch alles wieder verpackt werden. Eieieiei. Na, in diesem Sinne, weiter geht's. Tja Leute, wie ihr seht, Lager abgebaut. Letzte Züge noch beim Einpacken. Aufräumen. Eieiei, das ist auch wieder eine Menge Material, was wieder mit nach Hause muss. Aber so ist das halt. Wir sind unsere eigene Versorgungseinheit. Dementsprechend fällt das alles ein bisschen anders aus. Ja, hier stand mein Zelt. Und da stand Meise sein Zelt. Wobei man mal betrachten muss, er hat sich hier so einen schönen Hügel mit eingebaut. Das war sein Kopfkissen. Clever. Ja, es war sehr schön. Hat Spaß gemacht. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt warten wir auf unseren Fahrer, der uns abholt. Und dass wir dann nachher unsere restlichen Sachen noch holen können. Und wie man es vielleicht schon hört oder sieht, es regnet so ein bisschen. Na, was heißt regnen? Das ist leichtes Gepiesel von oben. War Meise? Mehr ist das ja nicht, ne? Wir sind ja hart im Nehmen. So, falls ich mich nicht mehr melde, will ich mich auch mit diesen oder in diesem Sinne jetzt abmelden. Und dann haben die hier früher zack Hallöchen auf dem Klöchen. Ist halt erlaubt der Zeit. Ja.